Hallo, guten Morgen. Ja, das ist echt ein Video für die, die Angst haben. Es ist Wahnsinn, man kann nirgend mehr hinschauen im Moment. Überall ist die blanke Angst in den Menschen aktiv. Und es ist so wichtig, Klarheit darüber zu kriegen, was dieses Gefühl der Angst bewirkt. Und nicht nur in deinem eigenen persönlichen Leben, sondern eben auch in unserem Kollektiv, in unserem kompletten Außen. Alle wissen mittlerweile, wo deine Aufmerksamkeit hingeht, geht deine Energie und dort wirst du Dinge erschaffen, vergrößern. Und die wenigsten Menschen haben es bis jetzt noch geschafft, ihre Angst in den Griff zu kriegen. Und ich selber bin auch eine, die war unbewusst so lange, die größte Zeit, hallo, guten Morgen, die größte Zeit meines Lebens war ich von Angst getrieben und ich habe es nicht mal gewusst. Und es war nicht irgendwie eine Angstepidemie, sondern es war so eine schleichende Angst, die in mir war. Ich bin nachts aufgewacht und habe einfach Angst gehabt vor, ich weiß nicht wovor, ich hatte einfach dieses Gefühl der Angst. Oder morgens aufgewacht, das erste Gefühl, das mir begegnet ist, das Gefühl der Angst. Und es ist so ein tiefes, tiefes Gefühl in uns, das uns mit der Zeit mehr und mehr steuert, ja, und das ist eben genau das Problem, weil in ganz, ganz vielen Menschen diese eine Urangst, eine Todesangst, einfach eine Angst aktiv ist, die nicht wirklich einen offensichtlichen Grund hat, von dem wir nicht wissen, warum sie da ist. Und wir versuchen immer zu denken, ja, wir können die Angst lindern oder wir können die Angst in den Griff kriegen, wenn wir mehr Geld haben, wenn wir den Partner haben, wenn wir das Haus haben, wenn wir irgendeine Sicherheit haben, die wir uns vorstellen. Aber diese Angst im Inneren, die bleibt immer da. Und trotzdem, du hast irgendwie alle Bedingungen, die du dachtest, die du erfüllen musst, die hast du dann mal plötzlich erfüllt. Und trotzdem hast du noch dieses Gefühl der Angst. Und dieses Gefühl der Angst ist genau das, was die Menschheit dort hält, in der Angst. Und Angst macht manipulativ. Und Leute, die Angst haben, möchten, dass andere auch Angst haben, dass man quasi über Angst die Angst korrigiert. Verstehst du, was ich meine? Kriege, Unterdrückung, Kampf, Drohungen, all diese Geschichten, die entstehen ja nur daraus, aus Angst. Wut entsteht aus Angst. Ablehnung entsteht aus Angst. All diese Geschichten, die wir nicht haben wollen, deren tiefster Ursprung ist Angst. Und wir müssen diese Angst wirklich mal schauen als das, was sie da sind. Es ist ein Phantom, es ist ein Monster unter dem Bett, vor dem du ewig, ewig lang Angst hast und wo du dich nie traust, um das Bett zu schauen, weil du glaubst, dort ist ein Monster. Und da Licht, Klarheit, Wahrheit reinzubringen, das ist die Abhilfe, die einzige Abhilfe, die hilft, diese Wahrheit als das zu sehen, was sie wirklich ist, ein Monster, ein Phantom unter diesem Bett. Und wenn Menschen aufhören, aus Angst heraus zu reagieren, ich meine, Hamsterkäufe von Toilettenpapier, geht's eigentlich noch? Ja, überhaupt solche Geschichten, das treibt uns in eine üble, üble, üble Spirale rein. Und wir können da nicht mitmachen. Und wir können auch nicht dagegen sein, sondern wir müssen für das sein, was wahr ist. Und wir sind nicht hier, um zu leiden, um Angst zu haben, um gequält zu werden, um Opfer zu sein, um permanent im Mangel zu leben. Das ist nicht die Idee gewesen für die Menschheit, für keinen einzigen Mensch. Und die Idee für die Menschheit ist, dass genau das Klack, dieses Leuchtchen angeht und sagt, ja, warum bin ich denn eigentlich hier? Was ist denn wirklich mein innerster Antreiber? Was wünsche ich mir denn so, so sehr, was ich denn offensichtlich nicht habe und auf die Art und Weise, wie ich es versucht habe zu bekommen, auch nicht bekomme? Wo kriege ich es her? Wo kriege ich diese Liebe? Wo kriege ich diese Freiheit? Wo kriege ich diese Fülle? Wo kriege ich sie her? Aber nicht aus der Angst.
ich kann ein Problem nicht mit Problemlösungsbewusstsein lösen. Und überall, wo du jetzt hinschaust im Fernsehen, sind die Leute da und versuchen ein Problem mit Problemlösungsbewusstsein Lösungen zu finden. Das geht nicht, das verlängert das Problem, es vergrößert das Problem, es zieht andere in das Problem rein, macht noch größere Probleme. Und wir müssen da rauskommen aus der Spirale. Und je mehr Menschen zu ihrer eigenen Kraft, zu ihrer eigenen Macht, zu dem, was sie in der Lage sind zu tun, aus dem Wissen heraus, wer sie wirklich sind und nicht aus der Angst heraus, nicht aus dem Schutzmechanismus heraus, dann sind wir in der Lage, die Welt zu verändern. Dann sind wir in der Lage, aufzuhören und uns beim Abendessen über Probleme zu unterhalten, mit Freunden zu diskutieren, wie schlimm das ist und darüber zu diskutieren, wie viel Elend wir hier haben. All die, die das ändern wollen, müssen sich selbst zuerst aus der Angst rausbringen. Und wie bringst du dich aus der Angst raus? Indem du die Angst nicht als dein Orientierungsrahmen nimmst, indem du deine Perspektive veränderst, indem du dein Verständnis fürs Leben veränderst, indem du dein Mindset veränderst. Es gibt so, so viele Worte, indem du dein Lebenskonzept veränderst und stur danach lebst, dann wirst du einen Beitrag leisten, Änderung bringen, Änderung bringen, Änderung zur Wahrheit, zum Guten. Und wenn es aus deiner Seele, aus deinem Herzen herauskommt, dann hat es Power und dann kannst du etwas bewirken und dann bewirkst du für dich, weil du bist nicht getrennt von den anderen, aber jeder darf anfangen bei sich selber. Und ich möchte wirklich aufrufen, hört auf, die Angst zu füttern, hört auf, das Drama zu füttern, hört auf, die Manipulation zu füttern, hört auf, die Kontrolle zu füttern. Und ihr müsst gar nicht wahnsinnig viel tun, sondern ihr müsst eure Lebenskraft und eure Liebe in den Vordergrund stellen, eure Gedanken in den Vordergrund, eure Handlungen in den Vordergrund eures Seins. Das ist nicht anstrengend, das ist halt einfach nur anders als das, was du bis jetzt halt so kennst. Aber es wäre doch mal ein Versuch wert. Wir haben doch gesehen, dass diese Art und Weise, wie wir versuchen, mit Problemen umzugehen, aus Mangel und aus Angst, uns da nicht rausgebracht hat. Also muss doch da ein anderer Weg sein, weil glaubst du tatsächlich, dass wir hier sind, um es schlecht zu haben, um zu lamentieren, wir sind hier zu kreieren, aber eben Neues zu kreieren, Unbekanntes zu kreieren. Und dazu braucht es Vorreiter, dazu braucht es Leute, die sagen, ich mach's anders. Und ihr dürft alle sehen und ich sag's euch, ich mach's anders, ich glaube anders. Ich glaube andere Dinge, ich denke andere Dinge. Ich verhalte mich anders wie das Gros. Und je mehr Leute sich das trauen, es zu tun, desto schneller wird die Veränderung anstehen, die wir uns wirklich wünschen, dass wir das, was wir in unserem Innern, in unserem Herzen, in unserem inneren Raum kreieren können, dass wir das pam, pam, pam in außen überall sehen können. Und dazu fangen wir an damit. Wir suchen das, was wir uns wünschen und lassen uns nicht von irgendwelchen Illusionen davon abhalten. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Feiert, feiert, was es nur zu feiern gibt. Freut euch einfach. Freut euch über Kleinigkeiten. Seid dankbar über Kleinigkeiten. Und sucht tatsächlich den Sinn des Lebens nicht in der Angst, sondern in der Begeisterung, weil da ist der wahre Sinn vorhanden. Einen Happy Day wünsche ich euch. Bis dann. Tschüss.